Günter Kagel, Herr über knapp 2000 Quadratmeter Ladenfläche. Angefangen hatte alles in einem Koblenzer Keller, doch das ist schon lange her. Es war damals schwer, eine Lehrstelle zu bekommen. Und ich habe immer gerne gebastelt oder etwas gebaut oder etwas hergestellt. Und der Beruf des Feinmechanikers, das war so meine Richtung. Das hat mir immer Spaß gemacht. Auf der Ahlen Olivetti hat er gelernt. Das war aber jetzt eigentlich nur eine kleine Maschine. Man sieht schon die ganze Mechanik. Man konnte da eine Additionsrolle einsetzen und hat dann gesehen, die Maschine hat es geschrieben und die Endsummen kamen, das wurde dann in Rot ausgedruckt, damit man den Unterschied sah zwischen dem normalen Druck und zwischen dem Summendruck. Sonst hat er keine roten Zahlen geschrieben. Für Kagel ging es immer nur bergauf, nicht ohne Risiko. Denn als er in Mülheim-Kärlich mitten im Grünen einen Laden aufmachte, erklärten ihn alle für verrückt. Das ist so. Das 1982 erfolgte dann der Umzug von Koblenz nach Mülheim-Kärlich in die Pampas, in dieses Gebäude. Und man erzählte damals, der Kagel ist verrückt. Wie kann man auf der grünen Wiese ein solch aufwendiges Gebäude erstellen? Inzwischen hat er schon wieder ein neues Gebäude und neu ist auch die Präsentation des Shop in Shopladens. Ein modernes Schreibwarengeschäft, genannt Paper Store, an das Englische angelehnt, mit dem Motto Schreiben, Schenken, Staunen. Das soll diese drei Bereiche umfassen, also nicht nur Schreibwaren, das wäre einfach zu einfach, dafür ist es auch zu groß, sondern auch Schenken, also viele schöne Dinge, die man jemand schenken möchte oder zum Basteln, kreativ arbeiten, die Kinder nicht einfach mit dem Computer eine Glückwunschkarte schreiben, sondern etwas wieder persönlich machen, mit der Hand etwas machen, dass der andere sieht, ich hab dich lieb, ich hab dich gern, ich mach das nicht einfach so mit dem Computer, das kann jeder. Nein, das Persönliche wieder herausstellen. Der dritte Bereich ist dieser Staunenbereich, also immer etwas Neues bringen. Wir staunen selber manchmal über das, was wir unter Staunen uns vorstellen. Da staunen selbst die Enkel, was sich Opi so im stillen Kämmerchen alles ausdenkt. Einfach irre. Alles wird grün, tausend Blumen erblühen, auf das Herz vor Sehnsucht glüht. Und jetzt ist er durchgeknallt. Oder doch nicht? Ich hatte schon in jungen Jahren, mit 20 Jahren, Riesenprobleme mit meinem Rücken. Große Behandlungen waren die Folge, verschiedene Ärzte. Und durch Sport, durch Bewegung ist das alles weggegangen und ich habe kein Leiden. Heute mehr, Gott sei Dank. 18 Milliarden Behandlungskosten, allein in Deutschland, weil einem der Rücken weh tut, das ist einfach zu viel. Und diese Entwicklung, die in Deutschland stattgefunden hat, dieses Bewegungsstuhls, Swapper genannt, übrigens in Bayern entwickelt worden, ist heute ein weltweiter Erfolg, sitzen in Bewegung. Dadurch werden die Muskeln bewegt und die Muskeln angeregt und verstärkt. Mit der Ahlen Olivetti hat er angefangen. Jetzt ist ein digitaler Fotokopierer sein Glanzstück. Doch auch der hat die gute alte Zeit im Chip gespeichert. Wer nichts mehr tut, der rostet. Und mit 63 ist man noch nicht alt. Das spielt sich alles im Kopf ab.